Hallo, schön, dass du hier bist bei diesem Video. Und dieses Video ist eines der grundlegenden Videos, denn es geht um ein Thema, das für mich eines der entscheidendsten ist für die persönliche Entwicklung, fürs persönliche Glück, fürs persönliche Wohlbefinden, für den persönlichen Erfolg. Und ich möchte es in diesem Video wieder ganz konkret mit einem Beispiel von mir machen. Und zwar geht es heute um Haltung. Nicht die körperliche Haltung, die spielt vielleicht dann unbewusst auch eine Rolle, sondern es geht die Haltung gegenüber den Dingen, die Haltung gegenüber den eigenen Problemen, den eigenen Herausforderungen. Und ich habe in meiner Arbeit gesehen, dass diese innere Haltung, wie wir die Dinge betrachten, entscheidendes, absolut entscheidendes, ob wir Opfer sind oder ob wir Schöpfer in unserem Leben sind, ob wir jammern oder ob wir etwas tun, ob wir nicht weiterkommen oder ob wir persönlich wachsen. Es ist diese innere Haltung gegenüber den Dingen. Und genau darum geht es in dem heutigen Video. Viel Spaß beim Schauen. Eigentlich habe ich heute überhaupt nicht geplant, ein Video zu machen. Und ich habe hier mein Studio, das eigentlich immer bereit ist. Und ich war heute Morgen in der Dusche und dann ist mir so ein kleiner Heureka-Moment gekommen und habe gesagt, okay, jetzt Kamera an, dieses Video ist unglaublich essentiell für dich. Und zwar aus einer eigenen Geschichte heraus. Und zwar habe ich vor einigen Wochen mit Menschen, mit denen ich eventuell zusammenarbeiten wollte, Schwierigkeiten gehabt in meinem Unternehmen. Und diese Schwierigkeiten haben sich jetzt irgendwie so weiterentwickelt, dass es tatsächlich gerichtlich geklärt werden muss. Und ich bin vom Typ her überhaupt niemand, der auf so etwas Lust hat und den so etwas kalt lässt. Denn ich bin ein sehr mitfühlender Mensch. Ich bin ein Mensch, der ungern solche Streitigkeiten hat. Aber bei manchen Dingen im Leben geht es nicht anders. Und ich habe mich jetzt die letzten, warum ist es wichtig, erkläre ich dir gleich. Und ich habe mich jetzt die letzten Tage immer wieder dabei erwischt, wie ich an die Situation gedacht habe. Und wie ich da innerlich so ein bisschen auch eine Wehmut dabei hatte oder so ein unwohles Gefühl, dass ich sage, oh, ich habe eigentlich gar keine Lust drauf. Und das ging tatsächlich ein paar Tage so lang. Und bis es dann vorgestern mir klar wurde, dass eigentlich genau das ist, worum es im Leben geht. Also es geht nicht um Gerichtsverhandlungen im Leben, sondern es geht darum, es zu schaffen, wenn der Geist abdriftet in die Vergangenheit oder in die Zukunft, immer wieder präsenter zu werden. Immer wieder hierher zu kommen. Ich glaube, wir alle kennen das in der einen oder anderen Form. Wir wurden vielleicht von einem Partner verlassen und denken ständig daran. Wir wurden vielleicht in der Vergangenheit verletzt und ständig kreisen sich unsere Gedanken darum. Oder wir machen uns Sorgen über die Zukunft, weil es vielleicht finanziell nicht läuft, weil es beruflich nicht läuft, weil wir andere Probleme haben. Wir alle haben Schwierigkeiten im Leben. Ich glaube, die wenigsten Menschen leben dieses super schöne Leben, wo nur die Sonne scheint und nur die Schmetterlinge flattern, sondern jeder von uns hat Herausforderungen. Und ich glaube, essentiell ist es, wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen. Und ich habe mich dabei erwischt, jetzt in den letzten Tagen, wie ich in so eine kleine Opferhaltung reingegangen bin. Das heißt, Opfer von, oh, ich habe eigentlich keine Lust drauf. Oh, warum passiert sowas jetzt? Und das ging tatsächlich ein paar Tage so, ganz unbewusst. Mit immer mal wieder ein paar Gedanken, das mir so ein kleines unwohles Gefühl geschenkt haben. Und dann wurde es mir klar, das ist auch wieder da für mich in meinem Leben. Das ist für mich da. Und genau das ist die Nachricht in diesem Video. Die Haltung gegenüber diesen Herausforderungen, diesen Problemen. Sei es in Beziehung, sei es in Finanzen, sei es im Beruf, sei es in der eigenen Gesundheit, egal in welchem Lebensbereich. Diese Haltung gegenüber den Problemen ist entscheidend. Zu sagen, bin ich Opfer des Lebens und das passiert mir? Also mir passiert es, dass mich der Partner verlässt. Mir passiert es, dass ich finanziell in Schieflage komme. Mir passiert es, dass ich krank geworden bin. Mir passiert es, dass XYZ.
Oder sehe ich die Herausforderung, sehe ich die Dinge in meinem Leben, dass diese für mich da sind, so unschön, wie sie eben auch sind. Und ich habe dann für mich erkannt, ah ja, spannend, es ist etwas, wo ich an mir arbeiten kann, wo ich mehr wieder mich auf meine Praxis besinnen kann, wo ich mehr wieder lernen kann, wenn mein Geist abdriften möchte, dass ich wieder hierher in den Moment komme, dass ich wieder wach werde, präsent werde. Und mich nicht als Opfer dieser Dinge sehen. Und ich habe immer wieder gemerkt, in meinen Arbeiten, an meinen Coachings oder in der Akademie, dieser kleine Shift in der inneren Haltung von, bin ich Opfer des Lebens oder bin ich Schöpfer des Lebens? Passiert mir das Leben einfach so oder passiert mir das Leben aus einem gewissen Grund? Und das ist eine innere Haltung. Das ist eine innere Fähigkeit, die Welt zu betrachten. Und diese macht maximal den Unterschied. Und jetzt möchte ich sogar noch weiter und tiefer drauf eingehen, denn wenn wir all die großen Persönlichkeiten in unserer Weltgeschichte anschauen, ich nehme jetzt mal die großen Persönlichkeiten aus der Persönlichkeitsentwicklungsbranche bzw. aus der Spiritualität. Wo fangen wir an? Fangen wir an bei Buddha selbst. Buddha, unser in Anführungszeichen erster Erleuchtete, der hatte ein hartes Leben. Also er wurde ja eigentlich als Prinz oder als Königssohn geboren, aber er wollte dieses Leben nicht. Und dann war er lange Zeit Askete, das heißt, er hat auf all das Essen verzichtet, er hat sich heruntergemagert, er hatte wirklich eine, ich würde mal sagen, eine, hat sich ein hartes Leben ausgesucht, hat viel gelitten, aber dieses Leid, dieser Schmerz half ihm zu erwachen. Und wenn er sich als Opfer dieses Schmerzes, dieses Leides, dieses Asketentums gesehen hätte, wäre er daraus nicht erwacht. Wenn er aber, das hat Buddha gemacht, der Leid war sein Weg damals. Er hat sich nicht als Opfer betrachtet, dass ihm das passiert, sondern dass es das für ihn da war. Oder nehmen wir einen Eckhart Tolle. Eckhart Tolle war kurz vorm Suizid. Er hatte sogar versucht, sich das Leben zu nehmen, bevor er wirklich aufgewacht ist. Nehmen wir einen aus einem anderen nicht-spirituellen Bereich. Tony Robbins. Tony Robbins ist der Guru in Amerika, der Coach, der Präsidentencoach, der Hallen füllt. Selbst der ist weinend am Strand entlang gelaufen, weil er unzufrieden war im Leben. Der Unterschied bei all diesen Menschen, sie waren nicht, haben es nicht akzeptiert, die Opferhaltung. Sie haben sich nicht als Opfer gesehen, sondern die haben diese Erfahrungen, die sie im Leben gemacht haben, gesehen, dass diese für dich da sind. Die Erfahrungen, die du in deinem Leben machst, sind für dich da. Und solange, und ich gebe dir noch einen kleinen Fünf-Schritte-Plan gleich mit, wie man das ganz konkret im Alltag umsetzen kann und macht. Aber ich möchte vorher noch ganz kurz erwähnen, dass es auch normal ist, dass wir uns einfach mal für eine gewisse Phase in der Opferhaltung sind. Wie auch bei mir das wieder ganz unbewusst passiert ist, dass ich einfach mehrere Tage das immer wieder so in meinem Kopf mitgetragen habe und immer wieder gemerkt habe, das macht mir ein schlechtes Gefühl. Bis ich gesehen habe, ah ja, es ist ja für mich da. Und es ist normal, dass wir diese Phasen haben. Je mehr wir uns entwickeln, je weiter wir in dieser Arbeit sind, desto kürzer werden diese Phasen. Und irgendwann mal wird jede Erfahrung sein, ah, das ist für mich da, aus einem gewissen Grund. Und auch wenn wir den Grund noch nicht sehen, ist die Haltung entscheidend. Die Haltung ist entscheidend. Und ich zeige dir auch gleich, warum. Ich möchte dir jetzt 5 Schritte mitgeben, wie man da dann damit umgehen kann. Wenn man, nimm da ein Beispiel dafür. Beruflich, gesundheitlich, finanziell, egal was, in den Beziehungen. Der erste Punkt ist immer Annahme. Annahme. Wir dürfen das für uns annehmen. Denn wenn wir in der Opferhaltung sind, dann sind wir in der Ablehnung. Dann sind wir im Grunde genommen im Kampf mit der Situation, die ja aber sowieso da ist. Die Situation ist ja, wie sie Situation ist. Nur weil wir sagen, wir möchten das nicht, verschwindet diese ja nicht. Nur weil wir uns als Opfer sehen, lösen wir das Problem nicht. Die Annahme
Füg dieses zusammen und dann hören wir auf, innerlich zu kämpfen. Wir sagen, okay, hey, es ist so, wie es ist. Es bringt nichts, mich dort dagegen zu kämpfen. Es bringt nicht, mich dort als Opfer zu sehen. Es bringt nicht, dort das abzulehnen, weil es ja sowieso da ist. Und diese Annahme bringt ganz viel Entspannung. Weil wenn wir kämpfen, ist es Spannung. Und wenn wir annehmen, ist es, entspannt sich unser Körper. Wir sagen, es ist vielleicht nicht schön, es ist auch nicht schön, aber es ist, wie es ist. Und wenn wir dieses annehmen, entspannt sich schon mal unser Körper und es entspannt sich unser Geist. Das ist immer der erste wichtige Schritt. Der zweite wichtige Schritt ist, sich auch zu fragen, hey, was kann ich ganz konkret tun? Gibt es irgendetwas, das ich tun kann? Und das verstehen immer viele nicht. Viele machen, vor allem die Leute, die immer gern kämpfen, diesen Kampfimpuls haben, die versuchen sofort etwas zu tun. Und zwar aus dieser ungesunden Energie heraus. Wenn wir nicht vorher die Annahme praktizieren und gleich in den Kampf gehen, dann kämpfen wir aus einer Anspannung heraus, dann kämpfen wir aus unguten Gefühlen heraus. Unser Körper ist angespannt, das ist ungesund für unseren Körper. Und unser Geist ist angespannt und wir können nicht auf diese Ressourcen zurückgreifen, die wir hätten, wenn wir entspannter sind, wenn wir gelassener sind. Und diese Annahme schafft viel Gelassenheit. Und aus dieser Gelassenheit können wir uns dann fragen, okay, gibt es etwas, das ich tun kann? Und es gibt Situationen, wo man etwas tun kann. Aber es gibt auch Situationen, wo man nichts tun kann. Und in so einer Situation befinde ich mich gerade. Ich habe alle Schritte, die ich tun konnte, bereits eingeleitet. Trotzdem kommt der Geist immer wieder in Berührung mit dieser Sache. Und okay, ich kann nichts tun. Dann ist der dritte Punkt, etwas zu verstehen. Und zwar, das Verstehen ist es, dass unser Geist nicht in Zeit denken kann. Unser Geist kann nicht in Zeit denken. Das bedeutet, ein einfaches Beispiel. Stell dir vor, du hast in 2 Wochen eine schwere OP, eine Operation im Krankenhaus. Hypothetisch. Und wenn das in 2 Wochen ist, dann denkt unser Geist ständig daran. Ständig kreisen sich die Gedanken um den Termin. Oh Gott, wie wird das sein, wenn wir keinen geschulten und achtsamen Geist haben? Also der normale Geist, wie die meisten Menschen haben. Das heißt, unser Gehirn kann nicht sagen, okay, ich erinnere mich in 2 Wochen an das Problem. Sondern unser Gehirn denkt jede Sekunde dran, weil es nicht einsortieren kann in die zeitliche Kategorie, dass es erst in 2 Wochen dran denkt. Oder es kann auch nicht sagen, dass vergangene Dinge schon abgeschlossen sind. Es holt diese immer wieder ins Gedächtnis, weil es für unser Gehirn im Grunde genommen keine Zeit gibt. Und das dürfen wir verstehen. Und der vierte Schritt ist dann immer für mich ein kleines Mantra. Ein kleines Mantra, das mir persönlich immer hilft. Ein kleines Mantra, das vielen, vielen Tausenden mittlerweile Klienten von mir geholfen hat. Und zwar das Mantra, ich entscheide mich für Frieden. Vielleicht der ein oder andere kennt es schon, aber das ist so ein kraftvolles Mantra. Jedes Mal, wenn der Geist wieder aktiv wird, jedes Mal, wenn wir wieder irgendwo in diesen Konstrukten uns hängen und das natürlich Gefühle auslässt, die wir nicht gern haben, dann zu sagen, okay, ich entscheide mich für Frieden. Und das ist so ein kraftvolles, so ein befreiendes Mantra. Und der fünfte Punkt ist ein ganz einfacher, sich in Achtsamkeit üben. Zu erkennen, wenn mein Geist abdriftet, wenn mein Geist wieder irgendwas tun will, wo gerade nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist, zu sagen, hey, ich entscheide mich für Frieden und was ist gerade jetzt wichtig? Was ist gerade jetzt da? Und wenn gerade nichts da ist, dann einfach meinem Atem folgen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Und es ist so simpel, aber auch so kraftvoll, weil dadurch verankern wir uns hier in dem jetzigen Moment. Und hier in diesem Moment, wo ist dann das Problem? Hier jetzt, wo du vor deinem Smartphone, deinem Computer sitzt, wo ist jetzt das Problem? Das Problem entsteht ja, wenn unser Geist wieder antwortet und denkt und in der Zukunft ist und in der Vergangenheit ist. Aber das ist gerade nicht. Du bist gerade hier, du hörst gerade, du siehst gerade, du schmeckst gerade vielleicht etwas oder du fühlst gerade etwas.
Und wenn wir hier wirklich präsent sind, gibt es kein Problem. Und das ist das, was ich in der Akademie lehre. Das ist das, was meine eigene Praxis ist, was mir meine Energie, meine Klarheit, meine Kraft, meine Ausgeglichenheit schenkt. Das ist das, was mir meine Antworten aufs Leben schenkt tatsächlich. Diese Präsenz im Moment. Und es ist völlig normal, dass es manchmal passiert, dass es sich wieder sowas reinschleicht. Vor allem, wenn es Dinge sind, die einen tiefer treffen. Die Frage ist dann, zu welchem Zeitpunkt fangen wir an, uns von der Opferhaltung in die Schöpferhaltung zu begeben? Und wann fangen wir an, hier im Moment anzukommen? Präsent und wach. Das ist die Frage. Und ich lade dich auch davon Herzen ein, guck mal bei der Akademie vorbei. Bei der Achtsamkeitsakademie. Der www.achtsamkeitsakademie.de oder ich packe den Link immer hier unten in die Beschreibung mit rein, weil es so wichtig ist, diesen Weg zu gehen. Es ist der essentiellste Weg und du siehst es allein hier in diesem Video. Es ist, sei es, ob es um unsere Gesundheit geht, um unser Wohlbefinden, unser Glücksempfinden, ob es um unsere persönlichen Beziehungen zu unseren Mitmenschen geht, ob es um unseren finanziellen oder beruflichen Erfolg geht, ob es um unsere Gesundheit, egal welcher Lebensbereich. Es ist entscheidend, was hier oben passiert. Es ist entscheidend, wie präsent wir sind. Und da dürfen wir unseren Geist schulen und dort dürfen wir verstehen, diese innere Haltung, dass es entscheidend ist zu sagen, ist das, was im Leben mir passiert, für mich da? Passiert das Leben für mich? Auch wenn es manchmal nicht so erscheint, weil unser Gehirn sagt, oh nein, das möchte ich auf keinen Fall haben, weil es kämpft oder Opfertum spielt. Oder ist es für mich da? Das ist die Frage. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß die Zeit. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen, wenn wir uns in der Akademie sehen. Abonniere richtig gerne diesen Kanal. Es freut mich, wie das hier wächst, wie hier Menschen zusammenkommen, sich verbinden. Genieß die Zeit und wir sehen uns. Dein Peter. Tschüss.